Wir haben schon wieder jetzt tatsächlich einen Leckerbissen. Es geht um die Schokolade. Ich kann mich gut erinnern, als Professor Roland von Kennel sich vorgestellt hat am Universitätsspital Zürich. Er kam auch bei mir vorbei in der Altersmedizin. Und wir haben sofort ein gemeinsames Thema gefunden, nämlich die Schokolade. Und ich freue mich sehr, dass er als Leiter der Klinik für Konziliarpsychiatrie und Psychosomatik am Universitätsspital Zürich uns heute über seine Forschung und die Literatur zu Schokolade und die Gehirnfunktion vorträgt. Lieber Roland, dieses Thema liegt uns sehr am Herzen. Viel Spaß. Vielen Dank, Heike. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liegt uns sehr am Herzen oder auch am Gehirn, das Thema. Sie werden gleich sehen, weshalb. Ist Schokolade gesund? Wahrscheinlich ja, aber das Ganze ist etwas komplex. Wenn wir schauen, aus Meta-Analysen mit vielen, vielen Menschen, die man untersucht hat über viele Jahre, sieht man, wenn man einmal pro Woche oder viermal pro Monat Schokolade konsumiert, dann sinkt das Risiko für einen Herzinfarkt oder für die koronare Herzkrankheit um ca. 10%. Das Gleiche sieht man bezogen auf den Hirnschlag, auch hier etwa 10% weniger Risiko nach ein paar Jahren, wenn man regelmäßig Schokolade isst. Aber hier bereits Achtung, oder es ist eben komplex, der positive Effekt in dieser Studie war bei 20 Gramm pro Tag, am besten war der Effekt bei 12 Gramm, wenn man dann mehr als 35 Gramm pro Tag isst, kann es sogar ins Negative kippen. Dann, wie sieht es mit der Hirnleistung aus? Da gibt es noch nicht so viele Studien, aber eine hat doch schön gezeigt, dass bei Menschen über 65 Jahre, die regelmäßig Schokolade essen, nach 4 Jahren der Mini-Mental-Status-Test, also ein berühmter Test zur Prüfung der kognitiven Fähigkeiten, weniger Abnahme zeigt, also auch hier Schokolade gesund sein kann. Das Ganze immer kontrolliert für andere Risikofaktoren. Jetzt wichtig, in diesen Studien wurde nicht unterschieden, was für Schokolade. Es wurde einfach geschaut, wer isst Schokolade und wer isst keine. Warum das wichtig ist, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Jetzt Herz-Kreislauf-Krankheiten, namentlich Herzinfarkt, aber eben dann auch der Hirnschlag, gehören immer noch zu den häufigsten Todesursachen in der Schweiz. 33% der Bevölkerung verstirbt an einer Herz-Kreislauf-Krankheit. Sie sehen, der Hirnschlag oder Schlaganfall, wie es auch heißt, ausgelöst durch eine kritische Verlegung eines Hirngefäßes, sei es durch einen Verschluss oder durch ein Zuwachsen durch Gefäßverkalkungen, ist etwa 5% verantwortlich für Todesfälle in der Schweiz pro Jahr. Die Risikofaktoren sind Ihnen sicher gut bekannt, also es gibt die nicht veränderbaren, da gehört die genetische Belastung dazu, die familiäre Belastung und eben auch das Alter ist leider so, je älter man wird, umso stärker nimmt das Risiko zu, einen Hirnschlag zu leiden. Aber es gibt ganz viele Risikofaktoren, die kann man modifizieren, da kann man etwas dagegen tun. Wir haben darüber bereits vorhin gehört. Ganz unten sehen Sie Punkt 11, psychischer Stress, ist mir sehr wichtig, ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Herz-Kreislauf-Krankheiten, haben wir auch schon gehört, erhöhen das Risiko für eine Demenz, also hier der Zusammenhang. Dann Stress erhöht das Risiko für sämtliche dieser Herz-Kreislauf-Risikofaktoren für Demenz und für Hirnschlag und auch für Herzinfarkt. Das ist eine Studie, da hat man geschaut, auf der linken Seite Menschen, die einen Hirnschlag erlitten haben, 200 waren das, was haben sie in den letzten 2 Stunden an intensiven Erlebnissen gehabt und etwa ein Fünftel hat angegeben, sie seien emotional stark gestresst gewesen und hätten sich geärgert. Und wenn man das in Bezug gesetzt hat zum Vortag mit einem Kontrollintervall, was ist dort geschehen in diesen 2 Stunden, hat man gesehen, dass Stress und Ärger das Risiko für einen Hirnschlag um 37-fach bzw. 8-fach erhöht. Dann auf der rechten Seite ist eine Studie, wo man Menschen über lange Zeit verfolgt hat und geschaut hat, wer hat wie viel Stress bei Studieneinschluss. Psychosozialer Stress hier definiert durch allgemeinen Stress, beruflichen Stress und negative Lebensereignisse und hat dort gesehen, dass über einen Zeitraum von 6 bis 30 Jahren das Risiko für einen Hirnschlag um 40%, das relative Risiko, ansteigt bei den Menschen, die Stress haben, gegenüber denjenigen, die keinen Stress angegeben haben. Also jetzt Achtung, Schokolade ist nicht gleich Schokolade. Wenn wir jetzt zu dem Punkt kommen, was können wir denn tun gegen Stress, vielleicht auch mit Schokolade. Also wenn Schokolade gesund ist, in Anführungszeichen,
dann gilt das vor allem für die Bitterschokolade oder für die dunkle Schokolade mit mindestens einem Anteil von 70% Kakao. Also im Gegensatz zu Milch und weißer Schokolade hat die Bitterschokolade sogenannte Flavanole. Das sind Pflanzenfarbstoffe oder Pflanzenstoffe, die für Farbe und Geschmack verantwortlich sind. Und ein ganz wichtiges Flavonol jetzt im Kakao oder in der Schokolade ist das Epicatechin. Es gibt weitere Quellen, haben wir auch schon gehört. Da gehört Rotwein dazu, da gehören Mandeln dazu und andere Lebensmittel. Also es geht wirklich darum, 70% Kakao zu haben. Also 85% dort auf der linken Seite wäre gut. Die andere Schokolade, die hat nur 46%, das wäre wahrscheinlich zu wenig. Jetzt, warum sind denn diese Flavanole so gesund? Das werden wir jetzt vielleicht die Kunden fragen. Das ist eine Rezension auf Amazon. Dort hat jemand genau diese Schokolade gekauft und ich sage Ihnen noch, warum genau diese Schokolade. Ist nicht Schleifwerbung, sondern das hat einen bestimmten Grund. Und dort steht, es ist die beste Schokolade, die es gibt. Meine Schwiegermutter verputzt eine Tafel pro Tag davon. Die ist Diabetikerin und die Werte bleiben gut. Das ist die einzige Schokolade, die sie essen kann, ohne dass der Zucker im Blut ansteigt und sie mehr Insulin benötigt. Jetzt, warum ist die dunkle Schokolade gesund? Sie verbessert die Elastizität der Blutgefäße und senkt dadurch den Blutdruck. In einer Meta-Analyse hat man geschaut, wie gut erweitern sich die Gefäße, nachdem man mit einer Blutdruckmanschette einen übersystolischen Blutdruck aufgepumpt hat. Also man nimmt dort die Manschette, pumpt dann auf, übersystolisch, lässt den Druck rasch ab und dann kann man mit einem Ultraschallgerät messen, wie stark erweitert sich das Gefäß. Je weiter sich die Vorderarmarterie erweitert, umso besser ist die Flexibilität der Blutgefäße. Und da gibt es verschiedene Studien, chronische Einnahme von Schokolade, chronisch heißt über 2 Tage bis vielleicht 12 Wochen, dann sinkt dieser Wert, also dieser flussvermittelte Dilatation nimmt zu, die Gefäße werden elastischer. Aber auch hier die stärksten Effekte werden gesehen mit Dosen unter 20 Gramm pro Tag, 20 Gramm Schokolade. Auch eine einmalige Einnahme von Schokolade führt zu diesem Effekt. Wie groß ist die Wirkung auf den Blutdruck? Hier wichtig, es gibt eine Wirkung, aber die scheint nur statistisch signifikant zu sein bei Menschen, die bereits einen hohen Blutdruck haben. Also die Einnahme von schwarzer Schokolade über 2 bis 8 Wochen senkt den systolischen Blutdruck um 5 mm Quecksilbersäule, den diastolischen etwa um 3. Jetzt, wenn man das vergleicht, dann ist interessant zu sehen, dass diese Reduktion von 5 mm systolischem Blutdruck etwa das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten nach 5 Jahren um 20% reduzieren kann. Oder wenn Sie sich 30 Minuten pro Tag moderat körperlich bewegen, also etwas zügig marschieren, dann können Sie Ihren Blutdruck etwa auch um diesen Betrag senken. Oder eine medikamentöse Blutdrucktherapie kann etwa den Blutdruck im Durchschnitt auch um 9 mm Hg senken, also maximal das Doppelte, was hier die Schokolade zu leisten vermag. Dann hat dunkle Schokolade auch einen günstigen Einfluss auf die Blutfette. Vor allem das LDL-Cholesterin, also das schlechte Cholesterin, sinkt um einen veritablen Betrag und auch das totale Cholesterin. Auch hier wieder, die Wirkung war am stärksten bei Patienten, die bereits ein hohes Herz-Kreislauf-Risiko hatten, bei kürzerer Therapiedauer und auch bei relativ geringeren Tagesdosen. Also mehr ist nicht einfach besser. Schwarze Schokolade hemmt auch die Blutplättchen, also die Verklumpung der Blutplättchen, die für ein Blutgerinnsel verantwortlich sind und dann eben auch bei einem Hirnschlag von Bedeutung sind. Das ist auch eine Studie, die wurde hier gemacht am Universitätsspital Zürich, hier mit 40 Gramm dunkler Schokolade. 2 Stunden nach Einnahme der Schokolade waren da die Blutplättchen in der Flowzytometrie signifikant weniger adherent als bei den Menschen, die eine Placebo-Schokolade bekommen haben. Zu guter Letzt, auch die Entzündung nimmt ab mit schwarzer Schokolade. Da hat man eine Studie gemacht mit 1300 Probanden. Die haben gar nie Schokolade gegessen über ein Jahr. Und etwa 800, die haben regelmäßig nur dunkle Schokolade gegessen. Und man hat gesehen, dass das C-reaktive Protein, ein ganz wichtiger Entzündungsmarker, signifikant sinkt. Aber auch hier war die gute Dosis oder die, wenn man vielleicht die perfekte Dosis, eine Portion 20 Gramm alle 3 Tage. Das war mit den tiefsten CRP-Werten assoziiert. Dann kommt natürlich die Frage, ja, hat denn schwarze Schokolade auch einen Einfluss auf unsere Stressreaktion? Und wie kann man so etwas messen? Das ist ein experimentelles Stresssetting. Das ist der Trier-soziale Stresstest, der weltweit am meisten verwendet wird für diese Fragestellungen. Auch in unserem Labor, Stresslabor, wenden wir diesen Test immer wieder an. Sie haben dort ein grimmig dreinblickendes Gremium von 2 bis 3
testen und dann haben Sie einen Probandin oder einen Proband, der hat ein paar Minuten Zeit, sich vorzubereiten auf ein fiktives Jobinterview, muss erklären, warum er die beste Person ist für diesen Traumjob und dann muss man noch 5 Minuten Kopf rechnen. Und wir haben eben eine Studie gemacht, genau mit dieser Schokolade, wurde auch gesponsert, das steht aber auch in den Papers, haben wir keinen Konflikt of Interest. Und das Setup war so, dass unsere Probanden 50 Gramm dunkle Schokolade gegessen haben, genau diese hier, also eine halbe Tafel, nicht so wenig, und dann 2 Stunden später diesen Test hier durchgeführt haben. Und was wir gesehen haben, bei denjenigen, die die dunkle Schokolade bekommen haben, das ist die untere Kurve jeweils, dort sieht man, dass das Adrenalin relativ schwächer angestiegen ist im Blut, also Stresshormon, und auch das Cortisol einen geringeren Anstieg zeigte. Sie fragen sich, was war die Placebo-Schokolade? Das war 50 Gramm weiße Schokolade, die wurde genauso schwarz eingefärbt, wurde auch vom Chemiker von Nestlé etwas bitter gemacht, sodass man die Schokolade wirklich nicht unterscheiden konnte. Wir haben auch gesehen, dass die Blutgerinnungsaktivität mit der schwarzen Schokolade signifikant weniger stark war unter akutem Stress. Und auch die Entzündungsaktivität auf zellulärer Ebene und im Blut ebenfalls signifikant weniger angestiegen ist. Und interessant, eben dieses Flavonol, das Epicatechin, je höher die Konzentration war vom Epicatechin im Blut vor dem Stressor, umso geringer sind die Stresshormone angestiegen, ist das Blut dicker geworden und sind auch die Entzündungsfaktoren angestiegen im Blut. Jetzt, wie kann man das Risiko für einen Schlaganfall senken? Folgende Maßnahmen sind bekannt, die haben wir bereits gehört. Nummer 7, Stress reduzieren. Nummer 8, gesunde Ernährung. Sie werden sich fragen, sollen wir jetzt dunkle Schokolade essen, um unser Schlaganfallrisiko zu reduzieren? Ich komme zum Schluss. Jetzt kommen die zulässigen Aussagen und Empfehlungen, wenn man dem so sagen darf, die ich wirklich mit Absicht in Anführungszeichen gesetzt habe. Es gibt keine Guidelines zum Verzehr von dunkler Schokolade für die Gesundheit. Aber aufgrund von dem, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, glaube ich, kann man ein paar zusammenfassende Schlussbemerkungen machen. Also wichtig zuerst, es gibt keine randomisierten, kontrollierten Studien. Man hat nicht Leute kontrolliert und per Zufallsprinzip 10 Jahre weiße oder 10 Jahre dunkle Schokolade essen lassen und geschaut, was passiert. Diese Studien gibt es leider nicht. Aber dunkle Schokolade, wenn nicht im Übermaß konsumiert, ist für das Gehirn wahrscheinlich gesund. Eine Richtdosis könnte sein 20 Gramm pro Tag. Das wäre auf Berndeutsch Israeli Schocki. Oder aber nicht eine Tafel, das scheint die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten günstig zu beeinflussen. Negative Effekte bei höheren Dosen möglich, also 20 Gramm Schokolade pro Tag führen theoretisch oder zu einer Gewichtszunahme von 4 Kilogramm in einem Jahr, wenn man das einfach on top zu dem isst, was man sonst isst. Grundsätzlich hat aber dunkle Schokolade weniger Zucker als weiße oder auch Milchschokolade, hat einen bitteren Geschmack und das hindert einen wahrscheinlich etwas davor, vor dem unwiderstehlichen Verlangen, dann das gleich tafelweise zu verzehren. Besonders scheinen Menschen zu profitieren mit erhöhtem Herz-Kreislauf-Risiko, also die bereits Herz-Kreislauf-Faktoren haben, wie hohen Blutdruck. Wer bisher keine dunkle Schokolade gegessen hat, muss wahrscheinlich nicht damit beginnen. Wer bisher ein Stückchen pro Tag gegessen hat, muss sicher nicht damit aufhören. Und ganz wichtig, die Behandlung von Risikofaktoren alleine mit dunkler Schokolade genügt nicht, oder es braucht noch vieles andere, haben wir vorhin gehört, gut Bewegung, sonst gesunde Ernährung und so weiter. Dialektische Schlussbetrachtung zum Schluss, also soll man dunkle Schokolade als Therapeutikum einsetzen, da können wir es vielleicht mit Paracelsus halten, der gesagt hat, kein Ding ist ohne Gift, nur die Dosis macht, ob ein Ding Gift ist oder nicht, wahrscheinlich bei der dunklen Schokolade auch so, wenn man zu viel nimmt, könnte es auch ein Gift werden. Dann hat noch ein gescheiter Philologe und Schriftsteller gesagt, der Christian Jakobs, Genuss heißt Leben, hinweg den Sorgen, die Zeit ist zu kurz für den Sterblichen. Also Genuss, auch wenn Sie mal nicht schwarze Schokolade essen, Milchschokolade oder weiße Schokolade, ist das wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und habe geschlossen. Lieber Roland, vielen Dank. Es ist schon beeindruckend, wie viele mechanistische Studien gemacht wurden auf verschiedene Risikoprofile bezogen auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit und Schokolade. Ist schon spannend. Und mich würde jetzt persönlich interessieren, gibt es Kombinationsstudien, die hättest du sicher erwähnt. Also was erreiche ich mit dem einen Reili Schokolade plus physischer Aktivität? Ist es additiv? Das ist eine ganz gute Frage.
Nein, das ist eine gute Frage. Die Studien gibt es nicht, oder die habe ich zumindest nicht gefunden. Die könnten wir ja machen, aber, Roland. Genau. Und man muss sicher davon ausgehen, dass das einen besseren Effekt hat, als wenn man nur Schokolade isst oder sich nur bewegt. Das könnte man wahrscheinlich annehmen. Das wäre dann die Hypothese. Genau, man verbraucht die Energie. Genau. Ja, spannend. Roland, vielen Dank. Es gibt eine Frage. Ja, also zum zweiten Punkt, da habe ich nichts gefunden, das ist nicht bekannt. Zum Essen, ja, Kakao hat genauso einen Effekt. Also einige dieser Studien haben auch Vergleiche gemacht zwischen schwarzer Schokolade oder Kakaogetränken und die haben eigentlich das Gleiche gefunden. Wichtig ist einfach die Dosierung der Flavanole. Also das ist entscheidend, wie viel Epikatechin jetzt in diesem Fall dann am Schluss im Blut landet. Ob das jetzt vom Kakao kommt oder vom Kakao in der schwarzen Schokolade, ist wahrscheinlich weniger wichtig. Ja, Andreas? Ja, also das muss man natürlich einfach berücksichtigen. Das waren auch die Gutachter, die unsere Publikation begutachtet haben, wollten das auch in der Diskussion erwähnt haben. Wenn man jetzt einfach empfiehlt, Schokolade zu essen, namentlich hier eine halbe Tafel wie in unseren Studien, dass es halt dann auch negative Auswirkungen haben könnte. Man könnte ja sagen, wenn man ein Reihli Schoki isst und einfach ein anderes Dessert weniger oder vielleicht etwas weniger Kuchen ist, das wieder kompensiert. Vielleicht müsste man das so angehen. Genau, man muss auf etwas verzichten und dafür das Vergnügen Schokolade einbeziehen und die physische Aktivität. Roland, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das war ein hervorragender Vortrag. Wir haben viel gelernt. Und ich glaube, jetzt überlegen sich alle, wie sie die dunkle Schokolade, die eine Reihe, integrieren in das tägliche Leben, in den Genuss. Und jetzt darf ich dir auch noch Genuss mit auf den Weg geben, auch für dich Schokolade und die Wundertüte, genau. Vielen Dank. Und noch die Dekoration für die Weihnachtszeit. Danke. Roland, vielen Dank. Also sicher ein riesiger Applaus von zu Hause.